Hallo, mein Name ist Leo Schmidt, ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Fußball und Angeln und meine besten Kumpels heißen Mustafa, Antek und Felix. Ich habe coole Eltern und eine süße kleine Schwester, die heißt Lotte. Glaubt ihr mir nicht? Stimmt auch nicht. Ich bin Heike Brandt, ich bin 73 Jahre alt. Und Fußball spielen tue ich leider nicht mehr, weil meine Knie nicht mehr so gut sind. Und ich bin von Beruf Übersetzerin. Und ich habe die Bücher von Elizabeth Honey übersetzt, die ihr vielleicht kennt. Und in diesem Buch, was sie geschrieben hat, das heißt auf Englisch The Ballad of Cauldron Bay und ist auf Deutsch erschienen und heißt Verrückte Tage in der Wellenbucht. Und das erzählt die Geschichte von Henny und ihren Freunden und ihrer Familie, von den Ferien, die sie in einer Bucht, in einer abgelegenen Bucht verbracht haben. Und in dieser abgelegenen Bucht stand ein Holzhaus. Und in dem Holzhaus unten drunter war eine Kiste mit Büchern. Und da hat sich Henny was ausgeliehen. Und in dem Holzhaus haben offensichtlich irgendwann mal deutsche Einwanderer gewohnt. Und Henny hat sich zwei Bücher ausgeliehen, weil sie die lustig fand und hat da einen Zettel hinterlassen. Der Zettel ging so: An den Leser oder die Leserin dieses Zettels. Ich heiße Henny Ogden und habe mit meiner Familie hier in diesem Haus Ferien gemacht. Ich habe mir das Kinderbuch Schweinchen schlachten, Würstchen machen, quiek, quiek, quiek ausgeliehen, weil mir die Wörter gefallen, obwohl ich sie nicht verstehe. Ich bin bereit, es jederzeit zurückzugeben. Und falls du mit dem Leopold Schmidt verwandt sein solltest, der 1915 hier gelebt hat, bitte schreibe mir. Henny Ogden, 51 Stella Street, Bakershill, 3771, Australia. Viel Glück, Henny Ogden. Also hat die Elizabeth Honey in ihrem Buch sozusagen ein neues Buch angelegt. Das sollte eine Fortsetzung werden. Und sie kam nach Berlin mich besuchen und sagte, sag mal, hast du Lust, ein 13-jähriger Junge zu sein, der Leo Schmidt heißt und in Berlin lebt und mit meiner Henny einen Briefwechsel macht? Ich habe gesagt, warum eigentlich nicht? Und so entstand die Idee, ein gemeinsames Buch zu schreiben von einem Berliner Jungen, der mit einem Mädchen in Melbourne in Australien einen Briefwechsel macht. Dieses Buch haben wir in Australien geschrieben. Dazu bin ich dahin gefahren nach Australien, weil das so auf die weite Entfernung, sich eine Geschichte ausdenken, ohne miteinander reden zu können, ohne einen Plan entwickeln zu können, das war zu schwierig. Und ich hatte Glück und habe ein Stipendium bekommen und konnte nach Australien reisen und mit Liz Honey zusammen diese Geschichte entwickeln. Wir hatten einen Arbeitsort gekriegt in einem Kindergarten, der im Weihnachtsferien zu hatte. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, was kann passieren in dieser Geschichte. Also zum einen soll es um die deutschen Einwanderer geben, die zur Zeit des Ersten Weltkrieges dort waren. Und zum anderen sollte es um Einwanderung bei uns gehen. Also gibt es zwei Geschichten in einer und die soll entwickelt werden durch einen Briefwechsel. Jetzt mussten wir überlegen, dass die Henny ja in Australien lebt und das ist eine andere Zeitzone als bei uns. Es sind manchmal 8 Stunden und manchmal 10 Stunden Zeitunterschied. Wir mussten also überlegen, wann ist Henny wach, wann ist Leo wach und so weiter. Und das war ganz kompliziert und wir haben dann so Karten geschrieben. Dazu gibt es auch ein Bild, guckt mal hier. Auf den Karten haben wir immer aufgeschrieben, was in dem jeweiligen Brief passieren soll. Also das Brief 1, da passiert das, Brief 2 das und so weiter. Hennys Briefe waren alle braun oder blau oder türkis so in der Farbe und Leos waren rosa und dann haben wir die so nebeneinander gelegt und hatten dann die Geschichte entwickelt und dann haben wir uns hingesetzt und haben wirklich abwechselnd diese Mails geschrieben. Und zwar saßen wir in einem Haus oder in zwei verschiedenen Zimmern und dann macht es Pling bei mir, dann kam die E-Mail rein, die Elizabeth Honey geschrieben hatte und dann habe ich geantwortet und so weiter. Naja, und dann wurde irgendwann ein Buch draus. Und das ist dieses Buch, das hieß To the Boy in Berlin und ist in Australien veröffentlicht worden auf Englisch, denn ich habe das auf Englisch geschrieben mit Liz Honey. Jetzt sollte dieses Buch ins Deutsche übersetzt werden. Das sollte in Deutschland rauskommen. Und die Übersetzung sollte ich machen.
Jetzt war da aber eine große Schwierigkeit dabei. Dieses Buch wird von zwei Menschen geschrieben. Man sieht es auch an der Schrifttype. Das ist hier die Schrift von Henny und das ist die Schrift von Leo. Und das waren ja auch zwei verschiedene Stimmen. Also Elisabeth Honey hat eine andere Sprache als Heike Brandt, Leo Schmidt. Und Heike Brandt spricht Englisch ganz ordentlich, aber man merkt schon, dass es keine Muttersprachlerin ist. Das merkt man diesen Texten, den englischen Texten auch an. Wenn wir jetzt also eine deutsche Übersetzung davon haben, geht das doch verloren. Das war das eine Problem, was wir dabei hatten. Das andere war, dass Henny in dieser Bucht, die fährt da nochmal hin und findet noch mehr Dokumente über die Deutschen von damals. Die sind alle auf Deutsch und die muss Leo ihr übersetzen. Also da kommt auch schon so eine übersetzerische Tätigkeit von Leo ins Spiel. Der muss immer wechseln hin und her. Und Leo ist auch zweisprachig. Er geht auf so eine bilinguale Schule, gibt es bei uns ja viele, wo auch Englisch und Deutsch unterrichtet wird. Der kann also richtig gut Englisch. Als ich nun das übersetzen sollte, dachte ich, was mache ich jetzt damit? Und dann hat ein Kollege, Andreas Tretmann, mir den super Tipp gegeben. Er sagt, lass doch Leo das selber übersetzen. Und so fängt das deutsche Buch, das dann rausgekommen ist, und zwar so, und heißt Henny und Leo. Das beginnt dann damit, dass Leo sagt, er hat sich das Bein gebrochen, er liegt im Bett und sein Onkel Sascha, der diesen Zettel nämlich gefunden hat, den Henny da hinterlassen hat in dem Haus, in dieser Bucht, der sagt, komm, übersetz doch mal diese Briefe, damit deine Oma das auch lesen kann. Die kann nämlich kein Englisch. Und da Leo nun im Bett liegt, kann er das machen. So haben wir also das Problem gelöst, dass es zwei verschiedene Stimmen sind, aber im deutschen Buch eben nur eine, nämlich in der Übersetzung von Leo. In der deutschen Übersetzung können wir uns dann auch mit den Sprichwörtern auseinandersetzen oder den Sprüchen, die man so sagt. Also der Leo sagt zum Beispiel gerne, alles in trockenen Tüchern. Elisabeth Honey hat sich ausgeschüttet vor Lachen, als ich das ins Englische übersetzt habe. Everything's in dry towels, den Ausdruck gibt es im Englischen nicht. Das fand sie sehr komisch, dieses Hin- und Herspielen, während Leo wiederum sehr komisch fand. Und auch in der deutschen Übersetzung klingt das sehr komisch. Henny sagt sehr gerne, the shit hits the fan. Das heißt, wenn man das wörtlich übersetzt, die Scheiße trifft den Ventilator. Also auf Deutsch frage ich dann immer, wenn ich in der Bibliothek bin und ihr vor mir sitzt, frage ich dann immer, was würdet ihr denn dazu sagen? Ich kann jetzt leider eure Antworten nicht hören. Denkt mal einen Moment darüber nach. Was mag das wohl sein? Meine Lösung ist, die Kacke ist am Dampfen. Also das ist eine Möglichkeit, so damit umzugehen. Leo kann auch in seine Übersetzung manchmal was einflechten. Wenn er zum Beispiel Harzer Käse sagt, in seinen Briefen an Henny musste er erklären, was das ist. Uns muss niemand erklären, was Harzer Käse ist, wir wissen das. Also das fand ich eine ganz schöne Herausforderung und eine ganz gute Lösung. Und ich will euch einfach jetzt mal ein bisschen vorlesen von dem Buch, damit ihr mal einen Einstieg dafür findet. Die Geschichte geht so, dass der Sascha seinem Neffen Leo diesen Zettel bringt von Henny und er schreibt eine Postkarte an Henny, natürlich auf Englisch. Die sieht man hier in dem Buch, ist sie abgebildet. Und ich lese sie aber euch gleich mal auf Deutsch vor, weil das versteht ihr vermutlich besser. Liebe, lieber Henny Ogden. Er weiß ja noch nicht, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist. Bin ich mit Leopold Schmidt verwandt, wenn ich Leo Schmidt bin? Mein Onkel Sascha hat mir den Zettel gegeben, den du zu den Büchern gelegt hast und sagte, ist das nicht ein netter Zufall? Behalte die Kindergedichte. Ich bin 13 und lese lieber Romane. Auf der Postkarte ist die Gegend, wo ich wohne, bloß ungefähr vor 100 Jahren, kurz vor 1915. Es ist die Yorkstraße. Wenn du mir schreiben willst, leo.schmidt@berlin.de. Tschüss, Leo. Melbourne, Wednesday, 31st of August, 5.02 p.m. Leo Schmidt. Das kann nicht wahr sein. Das ist doch ein Witz, oder? Und du lebst in Berlin.
Normal, 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 Schule, Hausarbeiten, normal, normal, Postkarte aus Berlin. Mensch, Leo, ich hab gedacht, es dauert 60 Jahre, bis jemand meinen Brief findet, aber nicht 6 Monate. Wie ist dein Onkel an den Zettel gekommen? Bist du mit dem Leopold Schmidt von 1915 verwandt? Und weißt du, was aus den Schmidts geworden ist, nachdem sie aus der Kesselbucht weg sind? Ich weiß, dass Schmidt dasselbe ist wie Smith, also ein ganz gewöhnlicher Name, aber trotzdem ist das ein dicker, fetter Zufall. Danke für die Postkarte. Ist das euer Haus, wo der Pfeil hinzeigt? Ich gucke mir das Bild durch die Lupe an. Eine prächtige Allee mit Pferdekutschen, alles friedlich. Das Paar links will seinen Kindern einen Dackel kaufen und die Dame, die über die Straßenbahnschienen geht, hat gerade beschlossen, ihre Köchin rauszuschmeißen, weil die in die Suppe hustet. Solche Straßenbahnen gab es bei uns in Melbourne früher auch. Gibt es immer noch. Wie ist das bei euch? Was ist Tschüss? Sowas wie Niesen? Antworte mir bald, Leo Schmidt in Berlin, wenn du das wirklich bist. Henny Ogden. Berlin, Mittwoch, 31. August, 18.01 Uhr. Hi Henny. Nein, das ist kein Witz. Ich bin Leo Schmidt, der einzig wahre. Naja, ich habe mal ins Telefonbuch geguckt und noch 4 andere Leo Schmidts gefunden. Auf 19 Seiten voller Schmidts. Ungefähr 10.000 sind das. Aber sicher nur Erwachsene, denn Kinder stehen ja nicht im Telefonbuch. Ein Leopold Schmidt ist nicht im Telefonbuch. Aber dein Leopold Schmidt hat ja auch vor langer Zeit gelebt. Wie alt war er 1915? Bei uns gibt es keinen Leopold. Jedenfalls nicht in der Familie von meiner Mutter. Meine Eltern sind nicht verheiratet. Ich habe den Nachnamen meiner Mutter. Aber ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, deinen Leopold Schmidt zu finden. Mithilfe der kleine Welthypothese. Mein Onkel Sascha, der deinen Zettel gefunden hat, hat mir das erklärt. Jeder Mensch ist mit jedem anderen auf der Welt über 6 Bekanntheitsgrade verknüpft. Guck mal ins Internet, da kannst du spannende Sachen finden. Aber ich weiß nicht, ob das rückwärts funktioniert. Ich meine, zurück in die Geschichte. Ich habe nur eine Frage. Wer bist du? Den Namen Henny habe ich noch nie gehört. Klingt fast deutsch. Wenn du aus dem letzten Buchstaben ein E machst, heißt das Henne. Also nehme ich an, du bist ein Mädchen? Ach so, Tschüss ist ein deutsches Wort für Auf Wiedersehen. Wirst du mir antworten, obwohl ich nicht der Leopold Schmidt bin, den du suchst? Ich habe noch nie jemanden von Down Under kennengelernt. Ich schwöre, dass ich nicht mehr glaube, ihr lebt verkehrt rum und baumelt mit dem Kopf im All. Wahrscheinlich schläfst du jetzt gerade oder stehst auf oder gehst zur Schule oder ist es genau andersherum? Auf meiner Uhr ist es 17.58 Uhr, der 31. August. Jetzt mache ich erstmal Schluss, Leo. Melbourne, Thursday, 1. of September, 5.32 p.m. Guten Morgen oder guten Abend oder guten was auch immer es ist, Leo Schmidt aus Berlin. Doch, ich bin enttäuscht. Ich wollte einen Bekanntheitsgrad, nicht 6. Ich hatte gehofft, ich erfahre was über meinen mysteriösen Leopold Schmidt. Der war 1914 auch 13, glaube ich jedenfalls. Was noch ein super, super Zufall ist, denn ich bin 13, genau wie du. Hast du einen eigenen Computer und kannst du von dem aus direkt mailen? Ich muss immer den von meinem Dad benutzen. Ich habe zwar einen treuen und intelligenten Computer, den ich Byron nenne, bloß kann der nicht E-Mail sprechen. Ich kenne ein paar deutsche Wörter. Mercedes-Benz, Kindergarten, Kindergarten, ja, nein, Achtung, Volkswagen, tschüss. Wieso kannst du so gut Englisch? War schön, mit dir zu reden. Jetzt will ich Leopold Schmidt und Leo Schmidt kennenlernen, aber sonst keine Schmidts mehr. Mit freundlichen Grüßen, Henny. Berlin, Donnerstag, 1. September, 18.14 Uhr. Hallo Henny, mein Onkel Sascha hat deinen Zettel gefunden, ja, unter einem Haus. Er war in Australien, weil er einen Dokumentarfilm über Surfer macht. Sascha ist der neugierigste Mensch der Welt. Wenn einer deinen Zettel finden konnte, dann er. Er hat sogar jemanden nach deinem Leopold Schmidt gefragt, einen Motorradfahrer. Aber der hat ihn bloß angeschnauzt, lass die Toten ruhen.
Sascha hatte nicht viel Zeit, sonst hätte er versucht, mehr rauszukriegen. Jede Wette. Eben ist mein Freund Felix gekommen, knallt sich auf mein Bett und meint, aha, du hast also eine Brieffreundin, mit einem blöden Grinsen im Gesicht. Grrr. Aber sonst ist er ganz in Ordnung. Ist mit mir in der Französisch-Clique von unserer Schule. Wir waren beide schon in der Grundschule in derselben Klasse. Ich kenne ihn, seit wir 6 waren. Er mag Rätsel und kann jede Menge. Und er ist ein toller Schachspieler. Ich spiele lieber auf einem größeren Feld, will sagen globaler. Genau, Fußball. Leo. PS. Felix sagt, hallo Australien, spielst du Schach? Okay, du bist dran. Melbourne, Friday, 2nd of September, 6:10 p.m. Hallo Leo, Saschas Film über die Surfer würde ich gerne sehen. Ist echt ein Wunder, dass Sascha und Tanja die Kesselbucht gefunden haben, denn die Surfer hauen immer alle Schilder um, damit keiner in die Bucht kommt. Was hat denn dieser Motorradtyp gemeint, lass die Toten ruhen? Leopold ist tot. Der wäre jetzt über 100, wenn er jetzt noch leben würde. Grusel. Hallo Felix. Nein, ich spiele nicht Schach. Henny bittet Leo, ihr ein bisschen von ihm zu erzählen. Berlin, Montag, 5. September, 22.32 Uhr. Von mir erzählen? Es ist Montagabend. Lotte, meine kleine Schwester, die wird in diesem Monat 5 und ist noch keine Tennisspielerin, wie die Schwester von Henny, schläft tief und fest. Meine Eltern sind ausgegangen. Ungewöhnliche Stille, wie beim Angeln, wenn man hinter dem Köder sitzt und wartet. Aber jetzt sitze ich in meinem Zimmer an meinem Schreibtisch vor meinem neuen Computer. Geburtstagsgeschenk. Ich kann ins Internet, wann ich will. Im Spiegel sehe ich einen Jungen mit kurzen blonden Haaren. Ich lasse sie mir kurz schneiden, weil sie sonst viel zu lockig sind und mit Brille. Dass ich eine brauche, haben wir erst vor kurzem gemerkt. Jetzt sehe ich den Ball sogar, bevor ich ihn fange. Erstaunlich. Ich bin Torwart, bloß bin ich ziemlich klein. Was noch? Ich habe eine Beule auf der Stirn, bin beim Fahrradfahren an einen runterhängenden Ast geknallt am Wochenende. Ich bin gerade in eine neue Schule gekommen, in die 7. Klasse. Es ist eine große Schule, eine Gesamtschule. Zum Glück habe ich Freunde. Felix kennst du schon. Und dann ist da Mustafa, der in unserer Straße wohnt. Wir spielen in einer Mannschaft. Er ist ein klasse Angreifer. Auf dem Spielfeld. Sonst ist er eher friedlich. Aber anlegen sollte man sich nicht mit ihm. Antek ist ein neuer Freund. Er sieht viel älter aus als wir, ist aber auch 13. Er spielt Gitarre. Seine Eltern glauben, er lernt klassische Gitarre, dabei macht er Rock. Er spielt in der Schulband. Und er ist ein Zauberer. Er hat mir ein paar Tricks beigebracht und jetzt denkt Lotte, ich hätte übernatürliche Fähigkeiten. Dein Deutsch klingt super, aber du könntest noch ein bisschen dran arbeiten. Es heißt nicht Ja mit Y, hat Henny das geschrieben, sondern Ja mit J. Das J spricht man wie ein englisches Y aus. Und es heißt Tschüss und nicht Tschüss. Das Tsch geht wie das englische Tsch, T-S-H, wie bei einer Dampflok. Und das Ü ist so ähnlich wie das Ui in Juice. Und alle Hauptwörter, Kindergarten, werden großgeschrieben, alle. Warum ich Englisch kann? Als ich ein Jahr alt war, haben mich meine Eltern tagsüber zu unserer Nachbarin gegeben. Die war aus den USA und hat in ihrer Wohnung Kinder betreut. Meine Eltern haben gedacht, kann nicht schaden, wenn Leo Englisch lernt. Im Moment spreche ich nur in der Schule Englisch. Wir haben einen bilingualen Kurs. Aber richtig zweisprachig bin nur ich, jedenfalls in Englisch. Sonst gibt's viele, die sprechen außer Deutsch noch Türkisch oder Arabisch oder Polnisch oder Italienisch, aber im Unterricht zählt das nicht. Ich habe ein bisschen Türkisch aufgeschnappt. Beim Test ist das sehr praktisch. Die Lehrer kriegen nicht mit, was wir uns vorsagen. Bis bald, Leo. Melbourne, Wednesday, 7th of September, 11:10 p.m. Also, Leo Schmidt in Berlin. Du bist klein und blind? Ich glaube, du sagst die Wahrheit. Was mich betrifft, wenn wir hier down under mit dem Kopf nach unten hängen würden, würde ich aussehen wie ein Wegweiser, denn ich bin groß und habe sehr lange Haare. Blöderweise kriegen Wegweiser immer die Verantwortung zugeschoben und mir ist das manchmal einfach zu viel. Den Namen Henny habe ich bekommen, als ich klein war und in einen Graben geplatscht bin, so wie die holländische Kuh Hendrika in meinem Lieblingsbuch. Bloß fällt die in einen Kanal.
Als meine Eltern mich rausfischten, haben sie mich zum Spaß Hendrika genannt und daraus ist dann Henny geworden. Danielle, ihre Schwester, nennt mein Zimmer Henhagen. Mein schlauer Freund Sef nennt mich Hen Dentif oder Hen Orti. Aber die meisten Leute sagen Henny. Henny und Leo tauschen sich darüber aus, was so in der Schule läuft, was sie machen. Für Henny ist Weihnachten steht vor der Tür und Weihnachten sind längere Ferien. Das sind Sommerferien, nämlich in Australien, da ist ja alles umgekehrt. Und sie erzählt ihm, dass sie in der Schule ein Projekt machen sollen. Sie können sich ein Thema aussuchen zu zweit und sollen das so richtig erforschen. Sie können auch irgendwo hinfahren und sie können sich überlegen, was sie wollen. Und Henny hat sich überlegt, sie würde gerne ein Projekt machen, mit dem sie erforscht, was mit dieser Familie, die aus Deutschland nach Australien eingewandert ist, die in diesem Holzhaus gewohnt haben, wo die eigentlich abgeblieben ist, was aus denen geworden ist. Das würde sie gerne erforschen. Und hat auch ein Mädchen im Auge, mit der sie das gerne zusammen machen würde. Aber es scheint schwierig zu werden. Und sie schreibt Leo und fragt ihn, sag mal, hilfst du mir dabei? Weil es ja deutsche Sachen sind. Und Leo schreibt, ich finde dein Projekt interessant. Warum verlassen Leute ihre Heimat und gehen bis nach Australien? Die Schmidts sind bestimmt nicht geflogen damals, oder? Wie auch immer, wenn du für dein Projekt Hilfe brauchst, sag Bescheid. Bettina, seine Mutter, interessiert sich für Geschichte. Sie hat sogar einen Freund, der Historiker ist. Oh, beinahe hätte ich vergessen, was ich dir noch erzählen wollte. Felix. Der hat sich in letzter Zeit irgendwie sehr merkwürdig benommen, hat er schon vorher erzählt. Heute beim Mittagessen hat er sich zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder neben mich gesetzt. Dann hat er mir erzählt, dass am nächsten Sonntag ein Schachturnier ist und ob ich mitkommen will. Klar, habe ich gesagt. Bin schon öfter mit, als Art geistige Unterstützung. Dann fragt Felix, ob ich Bettina dazu kriegen könnte, dass sie uns zu dem Schachturnier fährt. Bettina, sage ich, spinnst du? Du weißt doch, dass Bettina nur Auto fährt, wenn es gar nicht anders geht. Ist das Schachturnier denn außerhalb von Berlin? Nein, nein, in Lichtenberg. Na, dann können wir doch mit der S-Bahn fahren. Hey, jetzt hör schon auf, sagt er irgendwie sauer. Guck mich doch mal an. Und erst da habe ich kapiert, was Sache war. Lichtenberg ist ein Bezirk in Berlin, wo er Stress kriegen könnte. Du hast recht, sage ich, aber warum kann deine Mutter uns nicht fahren? Schon gut, schnauzt er, nimmt sein Tablett und lässt mich sitzen, mit offenem Mund. Ich wünschte, er würde mir sagen, was er hat. Und dann fragt ihn Henny, was denn los? Was ist denn mit Felix? Wieso kann der nicht nach Lichtenberg fahren? Und wieso sollst du ihn angucken, um das zu verstehen? Und er schreibt Leo, PS, ach so, Felix hat schwarze Haut. Für manche Leute heißt das, dass er nicht dazugehört, obwohl er genau wie ich hier geboren wurde. Auch seine Mutter, ebenfalls schwarz, ist in Deutschland aufgewachsen. Es gibt Gegenden bei uns, da werden Leute mit schwarzer Haut angegriffen, beschimpft, bespuckt, geschlagen. Es sind auch schon welche gestorben nach solchen Angriffen. Das muss man wirklich ernst nehmen. Aber mir ist das nicht immer so klar wie Felix. In bestimmte Bezirke kann er einfach nicht gehen. Zum Kotzen ist das. Bis hierhin lese ich, habe ich gelesen, die Geschichte. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch das Buch ausleihen und selber weiterlesen. Es geht in diesem Buch um zwei Geschichten. Die eine ist die von Felix, was los mit Felix? Wir erfahren, dass seine Mutter in Namibia geboren wurde, in der DDR aufgewachsen ist, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit hat und plötzlich ausgewiesen werden soll. Und weil sie nur ausgewiesen werden kann, wenn ihr Kind dabei ist, haut Felix ab und Leo soll ihn verstecken. Das ist der eine Strang der Geschichte, der sich entwickelt. Und da ist ganz interessant, wie Henny von der Ferne aus, das ist die einzige, mit der Leo darüber reden kann. Kein anderer darf wissen, was er tut. Henny kann ihm gute Ratschläge geben. Und Henny schafft es tatsächlich nochmal in diese Bucht zu kommen und zu erfahren, was mit diesen Deutschen geworden ist. Und wir kriegen dann mit, dass die deutschen Einwanderer im Ersten Weltkrieg, dass es Gesetze gab, die sie stark eingeschränkt haben, weil im Ersten Weltkrieg war Australien noch eine englische Kolonie und war auf Englands Seite und Deutschland war der Feind. Das heißt, die Deutschen, die eingewandert sind nach Australien, wie diese Familie Schmidt zum Beispiel, die aus dem Kaiserreich weg wollten, in ein freies Land wollten,
Die wurden in Australien verfolgt. Die durften nicht ihre Sprache sprechen. Da gab es richtige Gesetze, da wurden die eingeschränkt. Und es gab ganz offensichtlich in diesem Ort, in dem sie gelebt haben, auch Vorkommnisse, die dazu geführt haben, dass sie weggegangen sind. Das will ich jetzt hier nicht erzählen, weil ich euch die Freude an dem Buch nicht verderben will. Aber sie kriegt eine Menge raus mit Hilfe von Leo. Leo übersetzt Texte, es wird ein Gedicht wird erwähnt, anhand dessen man ausfinden soll, wo die wichtigen Papiere versteckt sind. So, es wird sehr spannend alles. Wenn man Bücher übersetzt, ist es sehr wichtig, dass man nicht nur den Text kennt, den man übersetzen muss, sondern dass man auch das Umfeld kennt, also wo die Geschichte spielt. Als ich die ersten Bücher aus Australien übersetzt habe, wusste ich nicht so wirklich viel von Australien. Also ich weiß, es ist da irgendwie auf der anderen Seite der Erde. Ich weiß, die haben eine andere Zeitzone. Ich weiß, es gibt Koalabären, Kängurus und sowas. Und Wombats natürlich, hier solche. Aber ich war noch nie da. Und es war wirklich aufregend, dort zu sein und dieses andere Klima zu spüren. Zum Beispiel ist die Sonne in Australien, steht die mittags im Norden und nicht im Süden. Wenn der Südwind kommt, dann ist der kalt und nicht warm. Oder wenn man ein Zimmer hat, was möglichst hell sein soll, dann wählt man die Nordseite. Das waren alles Sachen, die mir unbekannt waren. Und ich habe, als ich dort war, auch gemerkt, dass ich bei meinen Übersetzungen vorher einen richtig fetten Fehler gemacht habe. Also in vielen Büchern sind Fehler drin, glaubt nicht immer alles, was in Büchern steht. Es kommt oft ein Baum vor, der hieß in den Büchern immer Gumtree. Gumtree, versteht jeder, ne? Gummibaum, ganz leicht, ne? Habe ich also Gummibaum geschrieben. Meine Lektorin hat Gummibaum durchgehen lassen. Niemand hat gemerkt, dass Gummibaum nicht Gummibaum ist. Der Gumtree ist ein australischer Ausdruck für Eukalyptus. Und ein Eukalyptusbaum ist was ganz anderes als ein Gummibaum. Deswegen habe ich hier das mitgebracht. Das sind hier Früchte von einem Eukalyptusbaum. Es gibt ungefähr 200 verschiedene Sorten von Eukalyptusbäumen. Und wenn man das einmal weiß, sieht man die Welt mit anderen Augen. Also deswegen war es für mich wichtig, ein bisschen was von Australien zu wissen. Und durch die Geschichte von Henny und Leo habe ich dann auch ein bisschen was über die Geschichte von Australien erfahren. Das wusste ich auch nicht. Und ich fand es sehr spannend, herauszufinden, wie Deutsche zum Beispiel in Australien gelebt haben und so weiter. Das habe ich dann alles durch dieses Buch gelernt. Am Schluss möchte ich euch noch mal ein Rätsel mitgeben, ein Rätsel von Felix, was einen dazu führen könnte, darüber nachzudenken, dass man manchmal Dinge lösen muss, wenn man den Rahmen verlassen muss. Das hört sich jetzt geheimnisvoll an, soll es auch sein. Das Rätsel sieht so aus. Ihr seht hier 9 Punkte und diese 9 Punkte sollen mit 4 geraden Linien verbunden werden, ohne abzusetzen. Das könnt ihr mal probieren, ob ihr das schafft. Und wenn ihr das schafft und wir uns beim nächsten Mal vielleicht in der AGB wiedersehen, dann könnt ihr mir das erzählen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Tschüss, schönen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, das nächste Mal wieder wirklich lebendig in der AGB.